Einen wunderschönen guten Morgen, Schätzeleins. Willkommen zu diesem neuen Video. Heute probiere ich, Moment, Cape Cod für euch aus. Ja, ist es Cape Cod oder ist es Cape Schrott? Das erfahren wir gleich hier im Video. Ich muss ehrlich sagen, ich bin skeptisch. Ja, also ich habe auch schon Videos dazu gesehen und ich war auch da mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Aber ich habe gedacht, komm, viele Fragen danach, viele möchten das gerne noch mal wissen und dementsprechend zeige ich euch heute mal, wenn ich das live quasi, ja live, aber für euch aufnehme und dann könnt ihr selber euch ein Urteil bilden, ob das vielleicht für ja, die Kratzer auf eurer Uhr demnächst das Lösungsmittel ist. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich über ein Like freuen und ein Abo ist sowieso das Schönste, was es für mich gibt. So, und jetzt gehen wir direkt rein ins Video. Ins Video rein. Wir gehen rein. Wir schauen es uns an, was ich gemacht habe. Egal. Bis gleich. So, hier sind wir nun und probieren mal dieses Cape Cod aus. Ich habe hierfür jetzt einfach mal ein Gehäuse genommen, das ich gefunden hatte, so aus meinem Experimentierkasten sozusagen. So ein typisches, Gehäuse halt. So, ich gehe jetzt hin, das ist hier so ein kleiner, kann man eigentlich so eine Mattierung am Band immer ganz gut wieder nachmachen. Und hier gehen wir jetzt mal hin und bringen mal hier so ein bisschen Kratzer auf. Ja, also ich möchte jetzt hier einfach nur, dass es so ein bisschen Gebrauchsspuren kriegt. Ja, ich gucke mal, ob man das jetzt hier gleich sehen kann. Ja, so ein bisschen vielleicht schon. So, dann mache ich mal hier was rein und da und hier. So, als wenn man jetzt so ein bisschen irgendwo lang geschrappt wäre. Ne? So, also die üblichen Spuren, sage ich jetzt mal. So, ich gucke mal. Ja, seht ihr das jetzt ganz gut? Ne? So, das ist auch drin. Das geht auch jetzt so nicht weg. Ne? Das ist also, kann ich jetzt hier mit dem Tuch polieren, wollte ich schon sagen, aber sauber machen. Also das sind feste Kratzer, die jetzt in diesem Gehäuse sind. Die sind natürlich nicht besonders tief. Ja, das ist jetzt auch nicht beabsichtigt, weil, das kann ich euch jetzt schon vorab sagen, besonders tiefe Kratzer, vergisst es, damit kriegt ihr das hier nicht gelöst. So, jetzt haben wir hier diese Verpackung. Ja. Wichtig ist, wenn ihr jetzt also Kinder habt, ja, die dazu neigen, hin und wieder schon mal solche Tücher zu verschlucken, dann müsst ihr aufpassen, die könnten daran zugrunde gehen. Also bitte erklärt euren Kindern, dass sie diese Tücher nicht schlucken dürfen, denn sie sind Poliertücher. Oh Mann, Cape Cod kommt aus Amerika und da muss man scheinbar so einen Scheiß echt dazu schreiben. Also haltet eure Kinder fern, die meinen, sie müssten solche Dinge schlucken. So, jetzt gehen wir hin. Also ich fange jetzt hier an und mache jetzt diese typischen Kreispolierbewegungen. Ja. Man kann auch ein bisschen so zwischendrin mal machen. Das ist halt die Frage. Also ich denke mal, diese Rotationsbewegungen sind schon sinnvoll. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob wir hier wirklich hinterher wieder einen Spiegelglanz hinkriegen. Denn wir haben ja das Problem, letztendlich, ja gut, es ist natürlich eine ultrafeine Politurmasse oder ja, ein Politurmittel, das hier drauf ist. Und ich weiß noch nicht so genau, wie es dann am Ende sich wirklich schlägt und wie es diese Kratzer rausmacht. Weil letztendlich, wenn ich mit meinen Hochglanzpolierwerkzeugen drangehe, ich habe also so einen kleinen Mikromotor, da kommen halt, das sind im Prinzip diese Mikromotoren, müsst ihr euch vorstellen, sind Motoren, die man auch zum Beispiel beim Zahnarzt einsetzt. Also damit bohrt er euch die Löcher auf und die kann man auf verschiedene, also Umdrehungsstufen stellen, bis zu 30.000, 50.000 Umdrehungen pro Minute, was dann wiederum zu viel wäre. Und wenn das natürlich mit so einer Umdrehung, mit einem einer Hochglanzpolierpaste drankommt, an so ein Gehäuse, dann ist das natürlich wirklich Spiegelglanz hinterher. Jetzt müsst ihr gucken, wie viel Umdrehung mache ich hier gerade pro Minute. Ich weiß es nicht. 100 oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir natürlich hier diese Reibungs- oder diese Geschwindigkeit und diese Rotation natürlich nicht. Von daher bin ich ein wenig skeptisch, aber ich glaube schon, dass wir hiermit diese kleinen Kratzer eventuell auch gut rauskriegen. Ihr seht,
das Tuch selber färbt sich jetzt auch. Ja? Also hier hat man richtig so eine Schmierpolierpaste, ja, so eine Feuchtigkeit drauf. Das ist so wie in so einer Art Milch getränkt. Ich bin jetzt kein Experte, was solches Polieren hier angeht oder wenn man das beim Auto macht oder was auch immer. Wobei beim Auto gibt es ja eigentlich auch Maschinen, die dann so rund drehen. Aber man kann es natürlich auch von Hand machen. Und es gibt ja auch das Lappieren einer Uhr, aber das ist wieder was anderes. Das wird ja auch von Hand gemacht. Und jetzt nehme ich mir aber nicht das Mikrofasertuch, sondern nehme erstmal hier, um die Feuchtigkeit wegzunehmen, mal das hier. Das normale Papier und dann das. Seht ihr, was ist immer, da bleibt immer noch so ein Schmierfilm übrig. Deshalb nehme ich eigentlich gerne das andere. So. Aber wir sehen jetzt hier, passt mal auf. Na, seht ihr die Kratze? Hier sind sie schon etwas mehr weg, aber ich wage zu bezweifeln. Also ich bin schon, ich würde mal sagen, also. Ich habe es natürlich jetzt vor dem Video auch schon mal an der Schließe ausprobiert. Und diese Schließe, eine Schließe ist natürlich mitgenommen oder wird natürlich mehr mitgenommen. Ja, mehr mitgenommen. Also verschleißt natürlich deutlich schneller als jetzt, sag ich mal, eine Gehäusekante oder so eine Gehäuseflanke, weil sie natürlich ständig mit Death-Diving-Spuren überzogen ist. Und ich gebe zu, das war natürlich eine starke beanspruchte Schließe. Und dementsprechend hat man hier, tiefere oder viel, viel mehr Kratzer gehabt. Und damit kam das Ding überhaupt, also das Zeugs hier, überhaupt nicht klar. Ich habe auch hier, ehrlich gesagt, Sorge. Wie seht hier, wir haben hier ein mattiertes Gehäuse. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber gehe, ja, egal wie, komme ich natürlich auch immer über diese Kanten rüber. Und ich glaube, dass man sich die dann auch eventuell etwas blank scheuert. Ich gebe jetzt auch mal ein bisschen mehr Druck drauf, damit man vielleicht hier ein bisschen mehr, aber seht ihr schon, da komme ich auch jetzt hier an die Lünette dran. Also das ist jetzt nicht so ohne. Also klar, da kann man jetzt natürlich noch viel vorsichtiger, also wenn das jetzt eine echte Uhr wäre, die ich aufbereiten wollte, dann würde ich hier natürlich viel, viel vorsichtiger dran gehen, als wenn das jetzt hier dieses Gehäuse ist, ja, um eben nicht an die Lünette oben zu kommen. Aber dementsprechend habt ihr natürlich dann auch wieder ja, weniger Möglichkeiten als, ja, wie soll man sagen, weil wenn ich jetzt hier natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen gröber das machen kann, dann muss ich nicht so drauf achten, auf diese Lünette oder auf die Kanten. Wenn ich das natürlich bei einer echten Uhr mache, mache ich das weniger stark und dementsprechend brauche ich wahrscheinlich 100 Jahre länger. Mir tun jetzt schon die Finger weg vom Drücken und vom Festhalten des Gehäuses. Aber gut, das soll jetzt ja nicht den Abbruch tun. Also das wird jetzt deshalb nicht von mir eine schlechte Bewertung erhalten, falls ich eine schlechte gebe, nur weil ich jetzt hier kräftiger drücken muss. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, mit der Zeit kriegt man das hier raus. Aber es ist natürlich eine ziemliche Arbeit. So, jetzt haben wir stundenlang gemacht und poliert. Ist so ziemlich schleimig, das Zeug. Keine Ahnung. Mal gucken. So. So, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Also ihr seht, so wirklich weg sind die hier nicht. Ne? Und das sind jetzt wirklich keine tiefen Kratzer gewesen. Ne? Das habt ihr ja gesehen. Aber ich mache jetzt hier erstmal weiter, weil wir wollen dem Zeugs ja eine mögliche, ja, eine Chance auch geben, das zu leisten, was es vielleicht leisten kann. In dieser Dose, das zeige ich nachher auch nochmal, sind mehrere Packung mit diesen Tüchern drin. Ich habe jetzt nicht entdeckt, dass es welche gibt für gröber oder für nicht so grob. Die scheinen alle gleich zu sein. Und dadurch habe ich natürlich, ja, wahrscheinlich ist das auch mit Handkraft gar nicht lösbar. So, jetzt gucken wir mal wieder. Tja, ich weiß noch nicht. Ihr hört wieder richtig, wie ich am Arbeiten und am Schnaufen bin. Ich will es halt jetzt wirklich, ja, aber ich glaube, das ist einfach wie das, was ich vermutet hatte, dass man das gar nicht auf Hochglanz bekommt. Also das seht ihr vielleicht, ich versuche es mal. Ihr seht immer noch die Kratzer, die hier drin sind. Und mittlerweile bin ich seit 11 Minuten am Polieren und das waren wirklich keine harten Kratzer. Ihr seht aber auch die Schlieren und Schleifspuren, die ich eigentlich mit diesem Cape Cod erzeugt habe. Ja, ihr seht, da sind diese Kratzer sind nach wie vor vorhanden. Die sind natürlich etwas weniger geworden. Die sind noch voll da, guckt mal. Da hat sich gar nichts geändert. Komm, jetzt stell das mal scharf. So. Da ist nichts groß runter. Das sind noch die gleichen Kratzer, die ich anfangs gemacht habe.
Jetzt gehe ich hier nochmal drüber. So, also, das finde ich schon, das ist jetzt schon ziemlich enttäuschend, weil ich meine, ich bin hier wirklich die ganze Zeit dran. Also eigentlich mache ich ja sowieso nur kreisende Bewegungen die ganze Zeit. Und ihr hört, ich atme schon richtig hart, weil ich ja wirklich hier am Drücken bin und am Machen bin, damit das auch wirklich mal vielleicht ein bisschen Effekt hat. Aber ich reibe natürlich über diese Kanten hier auch immer die ganze Zeit drüber. Das ist echt nicht schön. Ne? Und am Ende ist das Ergebnis. Da seht ihr es immer noch nicht. Ne? Und ich bin jetzt schon stundenlang dran. Und hier hinten ist es auch noch nicht besser. Also das ist echt, ich weiß nicht, ob das so eine Polierpaste ist oder so eine Polier... Ja, Paste ist es ja nicht. Polierflüssigkeit, die ist einfach viel zu schwach. Ne? Klar, ihr möchtet Hochglanz hinterher erzeugen, aber ich muss ja vorher erstmal die Kratzer nehmen. Also das ist echt gaga. So, und jetzt mache ich mal Stopp und gehe mal in meine richtige Werkstatt und werde das Ganze mal mit meinem Hochglanzpolierzeugs machen. So, dann sind wir zurück vom Polieren. Und was soll ich euch sagen? Guckt euch jetzt bitte mal diese Flanke an. Also so sieht es dann aus, wenn es professionell gemacht wird. Und ihr seht auch, also ich meine, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 5 Minuten poliert oder sowas. Klar hat man jetzt natürlich Übungen in dem Bereich. Aber ihr seht einfach, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ja, das ist das halt. Ne? Es wird da irgendwie mit beworben und tolle Bilder werden gezeigt. Ja klar, wenn ich da ein bisschen weiter weg gucke, wenn ich euch jetzt solche Bilder zeige, ich meine klar, jetzt ist es natürlich hier von mir poliert, aber hier könntet ihr gar keinen Unterschied feststellen. Ne? Also ihr müsst schon nah dran gehen, um dann eben zu sehen, dass da eben Kratzer vorher drauf waren. Und ihr habt das ja gesehen bei mir jetzt hier. Und hier seht ihr jetzt, wenn es mal richtig poliert wird, sind eben keine Kratzer mehr. Egal, in welche Richtung ich es halte, wie ich es jetzt irgendwie Dreh und Wende, es ist kein bisschen irgendein Kratzer da. Und das wollte ich eigentlich, ich habe mir das schon gedacht und bin aber trotzdem unvoreingenommen hier rangegangen. Und Fakt ist, Cape Cod ist für mich persönlich, nach meiner Meinung nach, Cape Schrott. Ja, Kinders, das war's von dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann liked es doch, gebt mir einen Daumen hoch und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Das war's von mir. Bis dann mal. Ciao, ciao.